Ja, dann sage ich einen herzlichen, schönen guten Abend an alle, die jetzt hier schon dabei sind. Ja, ganz besonders begrüße ich André Spang, der jetzt gerade wieder rausgehüpft ist mit seinem Bild. André Spang ist Lehrer für Religion und Musik an der Kaiserin Augusta Schule in Köln. Er ist der Parade-iPad-Lehrer in Deutschland, war schon ein paar Mal im Fernsehen. Und ist auch Mitbegründer und Mitveranstalter des EdChat in Deutschland, eines Twitter-Chats um Bildungsthemen rundherum. Ja, jetzt rufe ich mal. André, bist du noch hier? Gut, dann quatsche ich inzwischen mal ein bisschen. Hallo? Ja, ich höre dich wieder. Ja, dann gebe ich inzwischen noch ein paar Ja. Kurzinfos zur Steuerung von dem Ganzen. Ich denke, die, die jetzt herinnen sind, haben schon mitgekriegt. Ihr könnt eure Mikrofone aktiv schalten, indem ihr auf das Symbol in der oberen Symbolleiste anklickt. Wenn möglich, bis auf die eine Kollegin, die sonst nichts mehr hört, ja, schaltet euer Mikrofon bitte stumm, wenn ihr gerade nicht reden wollt. Das hält die Hintergrundgeräusche fern von uns. Ja. Zur Info, wir zeichnen das Treffen auch auf und es wird dann auf YouTube zur Verfügung stehen. Okay, lieber André, ich starte mal meine Bildschirmfreigabe. Okay, das ist ein bisschen klein, das machen wir einfach groß. So, Ah jetzt sollte ja, man die Prezi vom André sehen. ich sehe es. Genau, sehr gut. Man kann mich auch gut verstehen, hoffe ich, ne? Ja, wunderbar. Ja. Und Zur ich sehe sehr. Information, ihr Ja. könnt alle das auf Bildschirmgröße vergrößern, wenn es in eurem Fenster jetzt zu klein ist. Das geht hier in der rechten oberen Symbolleiste von diesem Freigabefenster. Okay, und jetzt lasse ich dich mal loslegen. Genau, dann fange ich einfach mal an. Dann sage ich auch erst nochmal von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Religionslehrerinnen und Religionslehrer und wer sonst noch alles so da ist. Vielleicht können wir uns ja gleich auch noch so ein bisschen bekannt machen. Mein Name stand ja schon da und der Reinhard hat ihn auch schon genannt, André Spang aus Köln. Und ich habe es mir so vorgestellt, dass ich erstmal aus verschiedenen Projekten ein paar Sachen zeige, gibt auch so ein paar allgemeinere Überlegungen und es gibt immer so Stopp-Haltepunkte, da können wir auch ein bisschen ins Gespräch kommen. Und wenn wir merken, dass es spannende Fragen gibt, die nicht in meiner Präsentation eingebaut sind, können wir auch gerne da einfach Halt machen und ein bisschen darüber sprechen. Es geht ja vor allem auch um Praxiseinblicke. Und vielleicht hat ja auch jemand noch irgendwelche Fragen, die ihn brennend interessieren. Genau, weil ich möchte jetzt also nicht einfach nur irgendein Programm durchdrücken, sondern einfach, dass wir möglichst viel aus der Praxis mitnehmen. Ja, jetzt die erste Startfolie sieht man auch schon so ein bisschen den Überblick. Ich zoome mal ein bisschen rein. Der erste Punkt wird sein, das iPad-Projekt. Was es an der Schule gibt, an der ich unterrichte. Das gibt es da seit 4 Jahren und ich leite das so ein bisschen. Da gibt es also einiges, was ich dann gleich erzählen werde. Dann geht es zum nächsten großen Punkt, das sind Lernplattformen oder Social Media, also Wikis und Blogs und eben Facebook und Google Plus, solche Sachen. Und dann gibt es einen kleinen Ausflug zum Schulbuch, wobei es geht da eher um E-Books, die wir also selber gestaltet haben. Da werde ich ein paar Beispiele zeigen. Und dann gibt es auch noch so einen Ausblick, wie geht es in Zukunft weiter, warum, wie ist die Entwicklung, was gibt es sonst noch an Formaten und warum machen wir das Ganze überhaupt? Genau. Ja, zu meiner Schule. Das ist ein Gymnasium hier in Köln. Und ja, meinen Namen hier nochmal eingeblendet.
Ich habe ein paar Hashtags aufgeschrieben, die so auf mich zutreffen. iPad-Lehrer, das stammt aus einem, hat der Reinhard auch schon gesagt, aus einem Fernsehbericht, der mal im WDR gelaufen ist, als wir mit dem Projekt begonnen haben. Und ich bin eben auch noch Musiklehrer und bin so ein bisschen unterwegs im Themenfeld Lernen im 21. Jahrhundert. Wer twittert, der kann mir auf Twitter folgen unter Tastenspieler. Und ich habe auch heute schon ein bisschen getwittert, mir einen Hashtag überlegt für heute, Katholische Pädagogische Hochschule Wien. Und 2015 ist das Jahr, so baut man Hashtags zusammen. Und der Link da unten, den gibt es auch schon in unserem Chat. Da geht es also zu dem Wiki, wo ganz viele Sachen zu finden sind, die ich auch gleich vorstelle. Ja, Köln, so ungefähr sieht es auch heute aus, ein bisschen bewölkter. Und wo der rote Pfeil ist, da ist meine Schule, direkt, also nicht direkt am Rhein, aber relativ nah, da beim Schokoladenmuseum. Und ja, hat man eben schon gesehen, das ist die Kaiser-Augusta-Schule, ein städtisches Gymnasium mit ungefähr 1000 Schülern und 90 Lehrern. Dann mal zum iPad-Projekt. Wie gesagt, das gibt es seit 4 Jahren jetzt auf unserer Schule und wir haben 60 iPads, das natürlich erstmal nicht so viel erscheint bei 1000 Schülern, die auch in der Schule sind, also Präsenzexemplare sozusagen, und 3 MacBooks, die man auch benutzen kann. Wir setzen die iPads in allen Fächern ein und die Kollegen können diese iPads einfach ausleihen über einen Weblog. Da gibt es ein Doodle und dann kann man einfach sagen, man hätte jetzt gerne 10 oder 15 oder auch 30, je nachdem. Klassenstärke ist in etwa so um die 30 oder weniger. Und je nachdem, wenn man Gruppenarbeit macht, kann man auch weniger iPads natürlich ausleihen. Genutzt wird das wirklich in allen Klassen. Es ist ein Gymnasium, also Klasse 5 bis 12 und auch von einem Großteil des Kollegiums. Mittlerweile sind die iPads wirklich sehr gut benutzt. Also das hat sich über die 4 Jahre immer mehr ausgebaut und es wird also regelmäßig von einem Stamm von Kollegen eingesetzt und es kommen auch immer wieder neue dazu. Wir haben, kann ich vielleicht noch erzählen, gerade heute einen Aufschlag gemacht, ein neues Projekt, das heißt die CAS, also CAS ist ja das Kürzel für unsere Schule, CAS Digital Experts, und das sind insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler aus den Stufen 6 bis 9, die sich in dem Bereich besonders gut auskennen und die coachen wir jetzt in insgesamt 4 Terminen. Und dann sind die quasi in allen Klassen verteilt. Das sind immer 2 Schüler aus einer Klasse. Und wir werden das also noch weiter ausdehnen, um dann wirklich alle Klassen abzudecken. Und so dass die Kollegen einfach wissen, wenn sie im Unterricht mit digitalen Medien oder Geräten arbeiten, dass da Schüler sind, die sich besonders gut auskennen und ihnen dann auch helfen können, wenn mal irgendwas nicht klappt. Ja, also Standard ist ja zum Beispiel, hatten wir vorhin auch in unserer ersten, in unserem ersten Teamtreffen, dass der Beamer nicht geklappt hat und dann wissen die Schüler jetzt, wo so die Fallstricke sein können und können den Lehrern dann helfen. Das gibt auch so ein bisschen Sicherheit, weil oft scheitert es ja daran, dass die Kollegen ein bisschen Angst haben, das zu nutzen und es deswegen nicht einsetzen. Genau. Jetzt kommt ein Film. Ich hoffe, man hört den. Hier spielt die Musik, damit sie am Computer bearbeitet werden kann. Denn David zupft die E-Gitarre und der Musiklehrer nimmt es mit dem iPad auf. Musikunterricht in der 12. Klasse. Wiebke mag's blechern in Begleitung des Klaviers. Und auch da darf das iPad nicht fehlen. Dann erklärt Lehrer André Spang, wie die neue Musik-App funktioniert, mit der die Schüler selber ein Stück komponieren können. Musik per Computer, für den Lehrer hat das viele Vorteile. Die Schüler sind sehr motiviert am Arbeiten. Alle können arbeiten, auch Schüler, die kein Instrument spielen, können damit Musik erstellen. Und sie arbeiten konzentriert, selbstständig auch. Zum
Beispiel nachmittags, wo sie normalerweise schon relativ müde sind. Tatsächlich, es herrscht absolute Ruhe. Von ganz allein arbeiten sie konzentriert und kreativ am eigenen Musikstück. Es ist halt irgendwie was Neues und man hat dadurch besondere Motivation, damit zu arbeiten. Es ist irgendwie ein Anreiz und man will das probieren. Und ich weiß nicht, so kann man ganz gut Unterricht und Spielerei so ein bisschen kombinieren. Man kann einerseits Gitarre spielen, Bass spielen, das, was ich nicht beherrsche. Andererseits sehe ich die Gefahr, dass man dann nicht mehr wirklich miteinander Musik macht, Live-Musik macht, also sich an Schlagzeug setzt oder die Gitarre nimmt. Also das sind so die Gefahren von diesen iPads. Lehrer Spang sieht diese Gefahr nicht. Mit seinen 20 iPads rollt er zur nächsten Stunde. Er hat Glück, dass der Förderverein der Schule die 14.000 Euro für die Geräte bezahlt hat. Und so können die Neuntklässler während des Religionsunterrichts im Internet recherchieren, Aufgaben erarbeiten und bloggen. Das Thema der GAU in Japan. Kein Lehrbuch kann so aktuell sein und das fast ohne Papier. Eigentlich habe ich schon ganz lange nicht mehr kopiert oder was ausgedruckt. Ich maile von zu Hause die Aufgaben auf die iPads und die Schüler können dann mit den Geräten direkt ins Internet abspringen, haben interaktive Arbeitsblätter und können dann Bilder kopieren und selbst wieder Inhalte aufs Internet erstellen, im Internet erstellen. Können die so nicht viel einfach pfuschen? Ja, wir haben ein eigenes Schulwiki, worauf die Schüler dann auch publizieren. Und wenn sie jetzt Sachen da draufstellen, sind sie ja schon mal selber vorsichtig, weil sie wissen, wenn sie es irgendwo kopieren, steht es im Internet öffentlich. Und auf der anderen Seite hat man ja auch so eine gewisse Erfahrung und merkt schon, das ist vom Schüler geschrieben und das ist kopiert. Lernen per iPad, das gibt es auf der Kaiserin-Augusta-Schule in vielen Fächern, auch in Deutsch, Mathe und Englisch. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. Zum einen Kritik als Markenwahn, den wir unterstützen. Das sehe ich auch selbst ein bisschen problematisch. Dann wir setzen keine Bücher mehr ein und die Schüler lernen nicht mehr lesen und schreiben. Dieser Kritik entgegnet er. Wenn wir offen sein wollen für neue Sachen, dann müssen wir das tun, sonst könnten wir auch immer noch in Stein meißeln. André Spang steht also für diese neue Lernkultur. Damit sie in seiner Schule gelebt werden kann, lädt er heute schon die Akkus für den Unterricht von morgen. Ja, ich hoffe, dass das mit dem Ton ging. Ich weiß jetzt nicht, ob der synchron war, Wir hatten es aber. irgendwie doppelt drinnen. Also meine Hypothese ist vielleicht, übernimmt er das doch von dem, Ja. also von der Präsi-Präsentation direkt, ja. Das wäre eine Neuerung in Adobe Connect, ja. Ging das letzte Mal noch nicht. Sollten wir beim Okay. nächsten Video vielleicht ausprobieren, ja. Wir hatten so ein bisschen Echo drin jetzt. Echo, ne? Ja, sonst mache ich einfach nachher mal meinen Ton dann aus und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Genau. Ja, mit dem Echo ist nicht so schön. Okay, also das war aber jetzt immerhin mal so ein Einblick. Ich finde es immer wieder für mich selber spannend zu sehen. Der Film stammt halt tatsächlich vom Anfang. Man sieht auch noch die erste Generation der Tablets und man sieht auch eine Katastrophe in Japan. Das war ja in dem Jahr 2011, glaube ich. Und wie sich das mittlerweile weiterentwickelt hat, was wir nun schon alles machen in den 4 Jahren, was ja jetzt nicht so eine große Zeit ist. Also hier nochmal die Fakten zusammen getragen, hatte ich ja vorhin auch schon. Das sind im Prinzip so die Fakten. Und wichtig ist vielleicht auch der Weblog. Da gibt es ganz viele Beispiele aus verschiedenen Fächern. So, jetzt mal ein bisschen konkreter, was benutzen wir? Also Haupteinsatzbereich sind eben die sogenannten Office-Apps, also iWork heißt das bei Apple. Das ist also Pages, ist ein Word-Prozessor, Numbers und Keynote. Also damit kann man eben Präsentationen erstellen oder eben Tabellen oder eben Texte bearbeiten. Und dann machen wir natürlich auch viele Videos. Das ist ein sehr guter Einsatzbereich der Tablets, weil eben Mikrofon integriert ist, Lautsprecher integriert ist. Man kann die Musik erstellen, man kann Interviews nachvertonen und man kann die Geräte halt auch einfach mitnehmen und alles auf dem Gerät quasi bearbeiten und bereitstellen. Also das wird häufig genutzt, auch von den Kollegen,
die dann einfach mal ein bisschen noch darüber hinausgehen wollen, jetzt nur eine Präsentation zu erstellen. Da gibt es auch nochmal ein Video, da können wir es gleich mal testen. Ja, war der Ton jetzt wieder doppelt oder ging es jetzt? War der Ton war doppelt oder ging der Ton jetzt, Reinhard? Und der Reinhard ist jetzt eingefroren. Weiter. Genau. Das hier ist vielleicht auch ganz spannend. Ja, was machen wir da wohl? Im Religionsunterricht, was könnte das sein? Also auf jeden Fall, wir erstellen hier gerade 3D-Figuren auf dem Tablet und die Schülerin hat sich auch mal gerade eben selbst da geholfen. Die hat auf ihrem Smartphone quasi die Vorlage ergoogelt und baut die jetzt in 3D auf dem Tablet nach. Und tatsächlich kann man so ein Ding dann auch ausdrucken. Also wenn man einen 3D-Drucker hat, wir haben das Glück, dass wir mit der Stadtbibliothek hier in Köln eine Kooperation haben und die haben auch so einen 3D-Drucker und da könnte man das dann tatsächlich auch ausdrucken. Das hier nochmal zum Stichwort Unterrichtsmaterialien. Auf der linken Seite gibt es natürlich für das iPad schon einiges in dem iTunes U Store, zum Beispiel die zum.de. Wie das Angebot für Religion ist, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber vielleicht auch mal einen Aufschlag selber was da einzustellen, die zum.de. Ist das sehr kooperativ und die hat auch dann einen Zugang. Und dann kann man also mit anderen Lehrern seine Materialien dann teilen und auch immer mehr Materialien dann da einfügen. Ja, Stichwort mobil. Also man sieht hier die Rollkoffer, in denen wir die Geräte transportiert haben, weil mittlerweile unser Aufzug tatsächlich kaputt ist und wir die mittlerweile in Taschen jetzt tragen, was auch gut geht, aber so in den Koffern sind sie natürlich sicherer und dann können wir sie auch zwischen den verschiedenen Gebäuden der Schule hin und her bringen. Wir haben also insgesamt 6 Koffer und da passen immer 10 iPads rein. Stichwort WLAN vielleicht noch ganz interessant. Wir haben tatsächlich nun an der ganzen Schule ein WLAN, sodass wir auch da, früher haben wir das immer aufgebaut, hat man ja auch in dem Film gesehen. Heute sind wir quasi online und können einfach mit den Geräten werden aufgeklappt und dann sind die im Netz. Und wir sind jetzt auch unterwegs, darüber nachzudenken, ob die Schüler eben auch eigene Geräte, Stichwort Smartphones oder dann halt eigene Handys dann benutzen können oder Laptops und einfach das Schul-WLAN nutzen können. Ja, hier nochmal so ein Eindruck von meinen Rallye-Schülern, die auch einige der Filme gedreht haben, die wir gleich noch sehen. Wie die also vom Hauptgebäude die Tablets in den Pavillon rollen. Und hier sind wir unterwegs. Da haben wir also ein Projekt gemacht über die Kirchen in unserer Schulumgebung und haben also erstmal über die Kirchen uns informiert und kleine Wiki-Seiten erstellt. Und dann sind wir auch tatsächlich rausgegangen mit den Tablets und haben dann die Kirchen gefilmt und haben auch innen in den Kirchen Innenaufnahmen gemacht und auch die ja, einfach ein paar Interviews gemacht mit den Leuten, die wir da angetroffen haben. Und das Ganze haben die Schüler, das ist tatsächlich eine 5. Klasse, dann zu einem Film zusammengeschnitten. Den werde ich mal kurz anspielen. Kirche St. Maria in Lüßkirchen von außen. Sie
romanische Kirche von Köln katholisch. Um 1210 fing man an, sie zu bauen. 1220 wurde sie fertig. Das ist die von innen. Das ist der Altar. Das ist die Orgel. Das ist eine heilige Figur. Das ist Maria mit Jesus nebenan. Das ist ein Triptychon. Ja, genau. Kriegt man mal so einen kleinen Eindruck, wie der Film aussieht. Also wir haben insgesamt 5 Kirchen, glaube ich, schon oder 6, die unterschiedliche Teams dann eben als Thema hatten und dann kleine Filme dazu erstellt haben. Stichwort papierfreies Arbeiten. Also mein Szenario ist mittlerweile wirklich komplett papierfrei zu arbeiten mit Lernplattformen und entsprechenden Anwendungen. Und dann einfach schnurlos über so ein Empfangsgerät, über den Beamer, die Inhalte zu projizieren. Also das ist jetzt ein sogenanntes Apple TV, was da oben hängt. Gibt es auch für andere Plattformen, heißt es dann irgendwie anders. Und das Schöne daran ist, dass die Schüler auch sich aufschalten können, sodass wir also quasi Zwischenergebnisse direkt vom Platz kurz zeigen können. Und dass man natürlich dann an Lernplattformen auch alle zusammen eben arbeiten können. Ja, das nochmal so der Inhalt meiner Schultasche normalerweise. Viel mehr ist nicht drin. Mittlerweile habe ich auch öfters wieder einen Laptop dabei, um verschiedene Sachen zu machen, die dann doch auf dem Tablet nicht gehen. Aber letztendlich kommt man eigentlich auch mit dem Tablet durch den Tag. Ja, Stichwort Ablenkung hat man ja auch so in dem Film gehört. Klar, lenken digitale Medien ab, aber ich sag mal, ablenken kann man sich mit allem. Das hat auch ein Schüler mal getwittert auf die Frage. Dazu braucht man letztendlich kein Tablet oder kein Smartphone. Aber letztendlich ist das auch ein Feld, woran man arbeiten muss, mit den Schülern zusammen diese Einsicht hinzukriegen und auch diese Selbstdisziplin im Prinzip irgendwo einzufordern. Ja, hier nochmal zusammengefasst, so die Vorteile im Projekt. Individualisiertes Lernen lässt sich damit fördern. Vernetztes Lernen natürlich über die Lernplattformen. Stichwort Kollaboration, dass die Schüler zusammenarbeiten, sehen wir auch später bei den Büchern, die wir erstellen. Kreative Sachen kann man erstellen mit den Geräten. Ja, wenn man projektbasiert arbeitet, eignet sich das gut und die Schüler können selbstbestimmt arbeiten, natürlich auch in Projekten dann. Ja, das war der erste Meilenstein, nennen wir es mal, in der Veranstaltung. Und vielleicht gibt es da hier schon einige Fragen von den Teilnehmern. Ansonsten würde ich dann weitermachen. Okay, ich hatte gleich eine Frage. Habt ihr die Fotos bzw. den Film auch mit den Pads gemacht? Oder habt ihr da noch Kameras verwendet oder anderes? Ja, wir haben alle Filme mit den Pads gemacht, komplett. Nur der erste Film natürlich nicht, der ist ja quasi professionell produziert. Klar. Aber alle anderen Filme, die da drin sind in der Prezi, sind alle mit den Pads gemacht. Und mittlerweile haben wir also die, ja nicht die allerneueste Generation, aber mit der, ich glaube es ist die dritte, da geht das auch wirklich sehr gut. Die 2er sind noch so ein bisschen, naja, aber für ein Schulprojekt reicht das auf jeden Fall. Das Mikrofon ist auch sehr gut, vor allem für Sprache. Man muss halt nur gucken, wie man es hält. Man darf natürlich nicht zu weit weg sein, aber wenn wir Musik produzieren im Musikunterricht, dann hab ich auch schon Szenarien, wo die Schüler da wirklich eingesungen haben, mit Kopfhörern natürlich, und das klingt wirklich super gut. Also das geht schon richtig gut. Da seid ihr in einer privilegierten Situation, da ihr in der Schule so ein einheitliches Format oder ein einheitliches Gerät habt dann für jeden. Ja. Würde sowas auch funktionieren mit Bring Your Own Device? Also jeder hat so seines mit und oder kommt es hier dann zu Problemen? Ne? Vor allem wenn es dann iPads versus Android-Geräte oder so sind. Also ich denke mal, von der Leistungsfähigkeit tun sich die Geräte ja heutzutage alle nicht viel. Die sind alle ähnlich. Ne? Also wenn man jetzt moderne Geräte hat, die jetzt nicht irgendwie 4 Jahre alt sind, sondern irgendwo noch aktueller, relativ aktuell sind, dann kann man mit denen das, was wir da machen, auch alles machen.
Ich kann natürlich dann jetzt nicht reinkommen und kann sagen, wir machen heute mit der App so und so alle einen Film und die Musik wird mit der App gemacht und später sammeln wir das in dem Format. Das ist klar. Da muss man dann halt ein bisschen gucken, wie man das hinkriegt. Oh, jetzt klingelt das Telefon, ich soll mal ablehnen. Wie man das hinkriegt, dass man da eine Vorgabe macht, mit der dann alle arbeiten können. Oder man muss halt in der Vorstunde sagen, wir brauchen eine App, mit der man ein Video aufnehmen und schneiden kann. Also ich lasse auch Schülergeräte zu und die Schüler haben dann selbst oft Apps entdeckt, gerade im Videobereich, wo sie dann selber mit ihrem Smartphone schon gefilmt haben. In Musik haben dann irgendwo über die Woche schon Sachen aufgenommen und haben dann auch eine App gehabt auf den Smartphones, mit denen sie das schneiden konnten und haben sich dann über WhatsApp-Gruppen die halb fertig geschnittenen Filme zugeschickt und haben die dann auf den anderen Smartphones weiter bearbeitet. Also das geht eigentlich schon. Muss man vielleicht die Schüler so ein bisschen ins Boot holen und auch fragen und dann findet man eine Lösung. Und dann kann man auch das Problem umgehen, jetzt mal eben schnell 60 iPads oder Galaxy oder was auch immer anzuschaffen und dann die Geräte einzubeziehen. Ja, wir haben hier noch die Frage, welche Erfahrung habt ihr mit Verschleiß, Schäden oder Diebstahl? Also Verschleiß nach 4 Jahren. Ich hatte vorhin gerade die iPads alle nochmal durchgegangen. Haben wir, ich glaube, es sind 3 Geräte, die jetzt halt wirklich so Ecken in der Glasscheibe haben, wo die so ein bisschen gesprungen sind. Das lag allerdings tatsächlich daran, wir haben die ja in so Hüllen. Und hier auf dem Foto sieht man noch die alten Geräte mit den alten Hüllen und die sind tatsächlich noch genauso, diese erste Generation, die ist noch absolut, da ist gar nichts dran, weil die auch sehr gute Hüllen hatten und die neueren Geräte, die haben andere Hüllen gehabt und da sind wirklich mit der Zeit die Hüllen kaputt gegangen und dann sind halt 3 von den iPads aus den Hüllen raus und dann auf dem Boden und die haben halt jetzt Ecken ab, allerdings nicht jetzt irgendwie der Bildschirm ganz kaputt, also es ist eigentlich super und ansonsten die mechanischen Teile, Schalter, Kopfhörer, Ladeteile werden jeden Tag werden die ans Ladegerät angesteckt. Das funktioniert alles noch. Das finde ich schon erstaunlich. Und Diebstahl unter den Schülern auch. Also wir haben alle 60 Geräte im Schrank. Toi, toi, toi. Und die funktionieren auch noch alle 60. Ja, wer sorgt für das Aufladen der Akkus? Machen das die Lehrer oder habt ihr da auch Beauftragte in den Klassen? Nee, das machen tatsächlich die Lehrer. Also ich habe ein kleines Team und wir wechseln uns dann immer ab, weil die müssen halt am Ende des Tages immer wieder alle angesteckt werden. Und wir kümmern uns auch darum, in den Pausen die Geräte rauszugeben, wenn andere Kollegen die haben wollen. Also das ist dann natürlich schon echt eine Mehrarbeit. Und dann, gut, da wird halt dann geguckt, dass wir dann keine Pausenaufsichten mehr schieben müssen. Aber wir kriegen jetzt keine Entlastungsstunde dafür. Aber ich meine, das muss man halt irgendwie, so muss man es halt leider auffangen. Vielleicht ändert sich das ja auch mal irgendwann. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn man Schüler eigene Geräte hätte. Ne? Also gibt es ja Modelle, wo man dann sagt, wenn die Schüler hier an die Schule kommen, dann müssen die sich selber ein Gerät XY anschaffen. Das ist die Voraussetzung. Das ist natürlich super dann. Ja, möchte sich jemand zu Wort melden und gleich direkt eine Frage stellen? Sonst übersetze ich gerne auch den Chat ins Akustische. Ja, im Chat steht schon einiges drin, aber da ging es, glaube ich, vor allem nur um den Ton Die und Frage habe ich Echo. gestellt, ja. Ist das Ja. nicht soziale Selektion? Wird gefragt, wenn man also sein eigenes Gerät einfach kaufen muss? Also ich kann es jetzt an meiner Schule, haben wir das Modell nicht. Ich sehe es halt an vielen anderen Schulen. Da gibt es natürlich dann immer, sage ich mal, wie nennt sich das jetzt? Also prinzipiell wird man erstmal dazu aufgefordert, und wenn man das nicht leisten kann, da gibt es eben Modelle, dass das dann aufgefangen wird. Ne? Also wenn man das dann irgendwo belegen kann, dann funktioniert. Also an den, also konkret sind es Berufskollegs vor allem, die das machen, aber es sind auch schon andere Schulen, die dann einfach sagen, wir richten
In der Eingangsstufe in der Klasse 5 richten wir zwei Profilklassen ein und dann ist das so. Also, ja, muss ich den Ball jetzt zurückspielen. Aber ich denke mal, mit so einem sozialverträglicher Passus ist das schon eingebaut, sodass das also abgedeckt wird, dass man dann jetzt nicht sein Kind da nicht anmelden kann, wenn man das Gerät nicht kaufen kann. Auf der anderen Seite, also man muss verschiedene Sachen muss man anschaffen. Ich glaube, so ein Gerät wird dann auch, weil ich das weiß, über 3 Jahre geleast und ich glaube, es sind dann irgendwie 15 Euro im Monat mit Versicherung ist, glaube ich, noch ein Betrag. Naja, aber gut, da kann ich jetzt nicht mehr zu sagen, das Modell gibt es an meiner Schule nicht. Wie ist es, wenn Geräte jetzt eigene Geräte verwendet werden und es sind eben nicht nur mehr Handys, sondern Laptops oder Tablets, dann entsteht ja auch ein Verwahrungsproblem. Gibt es da Erfahrungen an Schulen, wie die dann verwahrt werden oder ob es da zu erhöhten Diebstahlsfällen kommt? Also von unserer Schule eben leider auch nicht, weil wir ja eben in der glücklichen Lage sind, die Geräte da zu haben. Ich selbst sage meinen Schülern oder werde von meinen Schülern auch oft gefragt, kann ich nicht in der Stunde dann mein Laptop, Netbook, was auch immer oder mein eigenes iPad mitbringen? Und dann sage ich, du kannst das gerne mitbringen, sprich es mit deinen Eltern ab, weil es ist halt nicht versichert und ich kann auch dafür keine Gewähr übernehmen. Manche Schüler bringen es dann tatsächlich nicht mit, weil sie gesagt sagen, dann die Eltern hätten es nicht erlaubt, aber die anderen haben es dann dabei und das ist bis jetzt auch immer so gut gegangen. Also die haben es dann natürlich in der Pause muss man halt schon gucken, dass sie dann, wenn sie die Sachen im Klassenraum lassen, dass der abgeschlossen wird. Darauf muss man vielleicht nochmal hinweisen. Dass man den Schülern sagt dem Lehrer, der dann rausgeht, dass er unbedingt abschließt und ja, das klappt dann eigentlich ganz gut. Allerdings natürlich ein gewisses Restrisiko, klar. Noch Fragen? Also Birgit hat gechattet, dass es in der KMS in Wien, in der Kopfstraße, auch so iPad-Klassen gibt, wo Ja. die iPads für alle 4 Jahre anzuschaffen sind. Dafür fahren sie Ja. halt nicht mehr auf Skikurs. Ja. Okay. Ja. Also ich glaube, so 3 bis 4 Jahre ist das hier in Köln auch an den Schulen, dass sie dann anschaffen. Und ich glaube, es sind so um die, ich sag mal, Pi mal Daumen 15 Euro im Monat. Kann man die also über so einen Verein dann kaufen mit Versicherung oder man kann sie auch selber anschaffen, dann einfach auf eigene Faust. Ja. Da steht noch was. Schön. Ja. Ja, wird bei euch auch nicht anders sein. Ja, so ungefähr. Also von der Wartung her ist es wirklich easy. Da ist ja auch so ein bisschen angeklungen. Also ich verwalte ja die 60 Geräte und habe auch die ganzen Apps da drauf gemacht. Und das geht wirklich sehr gut. Also es ist natürlich jetzt nicht gar kein Aufwand, aber das kann man wirklich leisten. Und ja, Haltbarkeit haben wir ja eben schon angesprochen. Und dass die Dinger dann irgendwie Fehlfunktionen haben oder sonst was, dass die irgendwie sabotiert werden, geht eigentlich gegen null. Das Einzige, was halt passiert, ist, die dann mal gesperrt werden. Das kann man auch nicht unterdrücken, dass die Schüler einen Code eingeben. Und dann muss ich die halt zurücksetzen. Das ist halt unerfreulich. Aber das ist wirklich das Einzige. Und das ist auch jetzt nicht so, dass jeden Tag eins gesperrt ist. Also jetzt hatte ich es schon 2 Monate nicht mehr. Manchmal hat man dann jede Woche eins, aber das war's dann auch. Und ich meine, wenn man überlegt, wie viele Stunden die jeden Tag draußen sind, dann ist das schon eine gute Investition gewesen. Aber ich sag mal, also man muss sich halt die Frage stellen, es gibt mittlerweile natürlich verschiedene Modelle von verschiedenen Herstellern und ich denke mal, die sind letztendlich alle gut. Also wenn es jetzt an der Marke scheitert, dann sollte man vielleicht lieber eine andere nehmen, statt gar nichts zu machen. Ja.
Wir können mal ein bisschen weitermachen, wenn ihr wollt. Ich kann auch nachher, aber wir machen jetzt lieber mal weiter, weil sonst probiere ich es gleich nochmal mit der Bildschirmfreigabe oder ich poste halt nochmal ein paar Links rein. Dann kann ich auch nochmal ein paar Sachen zeigen, weil es gibt auch noch ein paar aktuelle. Aber ich gehe jetzt einfach mal weiter. Wir kommen jetzt zu Lernplattformen. Genau, und da gibt es eben Wikis und Weblogs und auch Social Media, hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Zunächst mal, was ein Wiki ist, noch mal kurz angerissen. Einfach im Prinzip eine Webseite, an der jeder mitschreiben kann. Daher kommt auch der Name von diesem Schnellbus, der in Hawaii zum Flughafen fährt. Wiki Wiki heißt schnell, schnell. Und eben alle zusammen können quasi an einem Text schreiben. Das hört sich erstmal nach ziemlich im Chaos an. Aber funktionieren tut es im Unterricht sehr gut und man kann wirklich Sachen gemeinsam erstellen, auch klassen- und fachübergreifend auf so einer Plattform. Man kann Medien integrieren, also Videos, Bilder und auch Apps. So sieht zum Beispiel ein Wiki aus jetzt von unserer Schule, das wir genutzt haben, von der zum.de. Man sieht jetzt die Fachportale dann vorne drauf. Das ist jetzt ein Media-Wiki, also ich sag mal, besonders hübsch ist so ein Media-Wiki nicht, aber sehr funktional und echt einfach zu bedienen. Und das ist zum Beispiel, jetzt gut, keine Religion, aber es ist zum Beispiel aus Französisch, wo die Klasse 7 so einen Führer über Köln erstellt hat, einen Stadtführer, und dann einzelne Seiten zu einzelnen Sehenswürdigkeiten haben die Schüler dann erstellt und dann haben sie noch eine Art Wörterbuch dazu gemacht und dann eben jeder seinen Teil dazu beigetragen und zum Schluss hatten sie dann so einen kompletten Online-Stadtführer. Das ist jetzt ein Magazin in Englisch, haben die Schüler gemacht in Klasse 8, also quasi ein Heft mit verschiedenen Themen, die sie interessiert haben. Kollege hat auch mal eine Klassenarbeit im Wiki geschrieben und die Schüler hatten dann halt die Aufgabe, so eine Wiki-Seite in einer bestimmten Zeit zu erstellen und auch dann über die Kommentarfelder sich Feedback zu geben. Und das jetzt für uns nochmal spannend, ein Religionsbuch, was wir gemacht haben im Wiki. Man sieht auf der linken Seite die Wiki-Seite, wo eben zwei Klassen, eine 8 und eine 9, in einem Sandkasten erstmal den Content erstellt haben und gesammelt und haben dann auch gesehen, was die unterschiedlichen Gruppen gemacht haben, sodass es keine Doppelungen gab. Wir haben auch Medien und Bilder, alles Mögliche gesammelt und dann eben alles, den ganzen Content über eine Software in so ein E-Book zusammengefasst und haben das dann auch in den Bookstore von Apple hochgeladen und da kann man es auch runterladen und kann es dann auf dem iPad nutzen. So sieht es dann in iTunes aus. Und wenn nachher meine Bildschirmfreigabe vielleicht doch funktioniert, dann zeige ich euch dann gleich auch mal noch ein paar Beispiele draus. Das ist noch ein Buch, was wir gemacht haben mit der Klasse 6. Das Spannende an dem Buch ist, dass da tatsächlich auch Apps drin sind, die die Schüler erstellt haben, und zwar mit der Plattform Learning Apps. Die zeige ich euch mal. Kann ich mal unten den Link gerade reinposten in das Kommentarfeld. Ja, das ist eine Webplattform, die ist kostenlos und die kann man also einfach nutzen, kann sich da einen Account anlegen und dann kann man auch wieder auf dieser Webplattform mit Gruppen oder alleine so eine Learning-App erstellen. Das ist ganz schön, da gibt es verschiedene Vorlagen und das ist so spielerisch und man kann im Prinzip jedes Unterrichtsthema dann in so eine App packen, also quasi Frage-Antwort oder man kann ein Hangman machen oder ein Kreuzworträtsel oder auch so ein Spiel mit mehreren Spielern. Das ist eine super Sache und die Schüler haben jetzt eben zu dem Themenbereich haben sie solche Apps erstellt und dann haben wir die auch in das Buch eingebunden. Hier ist nochmal eine Wiki-Seite in Physik, die war sehr erfolgreich. Das war irgendwie mal die Wiki-Seite des Monats bei der zum.de. Das haben also, glaube ich, zwei Klassen auch erstellt und hier haben wir auch ziemlich viele Inhalte reingebracht. Weblogs, da gibt es jetzt noch mal ein paar Beispiele aus dem Rallye-Unterricht.
Ich nutze Weblogs auch sehr gerne, weil es da eher so ein bisschen personalisiert ist, auf die Lerngruppe zugeschnitten. Also ich nutze das auch in Klasse 5 schon, wo die Schüler dann einfach erstmal kommentieren oder wir sehen, hier ist ein Audiobuch eingebunden. Die haben also kleine Interviews gemacht, die haben wir dann verlinkt. Auch Twitter haben wir benutzt und dann haben wir Twitter-Walls eingebunden in den Weblog oder einzelne Tweets. Haben auch mal versucht, den Papst anzutweeten, aber er hat uns leider, war der zu busy und hat uns nicht geantwortet. Und hier sieht man jetzt aktuell den Weblog meiner Klasse 5. Da haben wir also über dieses schreckliche Unglück mit dem 4 Juni 95/25 Flug gesprochen und die Schüler haben ihre Gedanken da aufgeschrieben. Und links ist auch ganz schön. Das war ein Projekt zum Kirchenbau und dann haben die Schüler mit Minecraft haben sie so Fantasiekirchen nachgebaut und unten, das ist ziemlich klein, ich gucke mal, ob ich das größer kriege. Ja, das war schön, das haben wir auch mit eigenen Geräten dann gemacht. Da haben die Schüler also während der Woche Fotos gemacht von ja, Kreuzsymbolen, die sie im Alltag sehen und die haben wir dann zu solchen Collagen zusammengefügt und dann auf den Weblog veröffentlicht. Ja, dann haben wir auch eine Evaluation gemacht über die Lernplattform. Die habe ich hier mal eingebunden. Ganz spannend, so wie die Schüler das eigentlich finden. Und ganz spannend finde ich Frage 19. Die finden eben das schon sehr gut, dass man vernetzt arbeitet und dass man sieht, was die anderen machen und auch, dass die anderen sehen, was man selber macht. Und einige Schüler nutzen das tatsächlich auch als Wissensspeicher auf ihren Nutzerseiten, um da kurz Notizen zu machen. Das waren so freie Antworten, die habe ich hier nochmal zusammengefasst. Partnerarbeit finden Sie gut an den Lernplattformen. Freie Zeiteinteilung, weil die Lernplattform von überall zugänglich ist. Vielleicht noch so viel, das sind offene Wikis und Blogs, also die sind nicht gesperrt, man kann die wirklich von überall lesen und so können Sie sie auch Ihrer Oma oder Bekannten zeigen, was sie so machen und können den Link verschicken. Ja, dann eben selbstständige Recherche, bezieht sich eher auf die Verfügbarkeit von Geräten und Internet, dass man sieht, was andere Gruppen machen. Stichwort, die Fortschritte werden direkt sichtbar. Man ist Experte für sein Thema und man kann eben auch, wenn man Projektarbeit macht, die Themen ein bisschen frei einteilen. Dann nochmal ein bisschen was für die Statistiker, wie die Wikis so genutzt werden, wie viele Seiten es gibt, wie viele Bearbeitungen. Wie viele Nutzer angemeldet sind, also es sind quasi die Schüler, die da angemeldet sind. Und für die Schüler immer wichtig, wie oft das aufgerufen wird, also wie viele Klicks die Seite hat sozusagen. Genau, das ist jetzt ein anderes Wiki tatsächlich, das die Stadt Köln anbietet für alle Schulen in Köln. Und da kann man dann quasi auch untereinander vernetzt arbeiten. Das ist auch ein kostenloses Angebot der Stadt Köln. Da kann sich also jede Kölner Schule quasi so ein Wikispace ja, holen. Und das Wiki ist auch als OER, als offene Ressource anerkannt und wurde auch im Rahmen des Berichtes einer Broschüre der UNESCO im Herbst 2013 entsprechend gewürdigt als OER. Ich habe immer noch vier große OER-Angebote in Deutschland aufgeschrieben. Die zum.de habe ich schon mehrfach genannt. Segu Geschichte für die Geschichtsleute und natürlich, die kennen wir alle, RPI virtuell um den Jörg Lohrer und Konsorten. Social Media, also Weblogs, Wikis sind eigentlich ja auch Social Media, aber Twitter und Facebook, Google Plus, das ist so gemeinhin das, was man natürlich als Social Media nennt oder kennt. Kann man auch nutzen. Twitter in der Tat finde ich ganz gut für so Diskussionen, kurze Diskussionen im Unterricht, dass man die Schüler dazu bringt, ihre Argumente in der Kürze zu äußern und vielleicht auch mit einem Hashtag irgendwo noch so ein bisschen ja, zu taggen halt, also einen kenntlich zu machen. Und das kann man, theoretisch kann man das ja auch ohne Twitter üben, einfach auf Papierzetteln, wenn man gerade kein Internet hat oder kein Gerät. Und den Schülern macht es Spaß. Wir haben also zum Beispiel mal einen Adventskalender als Twitter-Projekt gemacht, aber auch für Diskussionen oder um die Öffentlichkeit reinzuholen in eine Diskussion nutzen wir das. Google Plus ist natürlich super. Damit kann man ja selber quasi Fernsehsendungen produzieren und man könnte dann Unterrichtsthemen als kleine Dokumentarfilme dann darbieten.
Ja, genau. Also hier sieht man nochmal die Twitter-Seite der Fünfer und hier sieht man Facebook-Gruppen. Klar habe ich noch vergessen, das nutze ich auch gerne als informelle Austauschplattform, wobei Facebook immer mehr verschwindet bei den Schülern, die nutzen das kaum noch. Jetzt kommt nochmal ein Film. Heute ist Safer Internet Day. Den Tag gibt es natürlich nur, weil das Internet alles andere als safe ist. Gut, das wissen wir, aber wie man sicher surft, wie man auch sein Handy sichert, das wissen die wenigsten. Kann man aber lernen und heute ist ein perfekter Tag damit anzufangen. Und herzlich willkommen zu der 12. Folge Köln und die Convention. Köln, 11 Uhr Ortszeit. Veronika und ihre Mitschüler von der Kaiserin Augusta Schule sind live im Netz. Einmal in der Woche machen sie in ihrem Musikhaus Programm für junge Menschen weltweit. Heute aber geht es nicht um Musik, sondern um Sicherheit im Netz. Was mache ich bei Cybermobbing? Sofort den Lehrer informieren. Oder wie gehe ich mit meinen Daten in den sozialen Netzwerken? Ich denke, man muss einfach sich informieren, wo man sich schützen kann. Und wenn man jetzt sieht, bei Facebook zum Beispiel gibt es diese Einstellungen, da kann ich mich schützen, da kann ich was machen, dann sollte man das auch auf jeden Fall unternehmen und nicht sagen, ja, okay, ist mir egal, das auf gar keinen Fall. Musiklehrer André Spann ist auch Sicherheitsexperte fürs Internet. Das heißt, er ist Ansprechpartner für die Schüler. Dabei geht es oft um Fotos oder Informationen, die zu unbedarft ins Netz gestellt werden. Allerdings hat sich das verschoben. Man merkt, dass es mittlerweile im Fokus ist. Auch vielleicht durch Veranstaltungen wie das Safer Internet Day hat sich das gewandelt. Vor Jahren waren die noch völlig unbedarft. Mittlerweile haben die alle irgendwelche Fake-Namen und die Profile sind dicht. Man kann da auch nichts mehr sehen. Finde ich gut. Veronika und ihre Mitschüler gehen sehr selbstverständlich mit dem Netz und seinen Gefahren um. Sie sind schon so weit, ihre Tipps an andere weiterzugeben. Ja, auch hier hoffe ich, dass das mit dem Ton ging. Das Projekt stammt aus dem letzten Jahr. Ich habe ein ähnliches Projekt auch in diesem Jahr gemacht. Heute ist Ups, machen wir weiter. Mit einer Klasse 6 in Religion zum Safer Internet Day haben wir ein bisschen Können wir eine abgeguckt, was kurze heißt das Frage nochmal? einschieben, André? Wie bitte? Können wir eine kurze Frage einschieben? Ja, die Kollegin hat Man kann immer gefragt, Fragen einschieben, ja, immer wie ist denn rein. das mit dem Datenschutz? Ja, wie habt ihr die Eltern überzeugt? Ja, wie ist denn das in eurer Schule auch verteilt, denke ich mal? Ja. Geht es jetzt um Google Plus oder generell? Ich hätte das eher so verstanden, generell, oder? Okay. Also in Bezug, ja gut, da gibt es ganz viele Punkte, die wir jetzt ansprechen. In Bezug auf die Wikis, da arbeiten die Schüler zwar mit einem Vornamen, aber nicht mit einem Nachnamen. Und von außen, wir arbeiten jetzt auf dem Schulwiki Köln, sind die Namen sowieso gar nicht lesbar, wenn man nicht eingeloggt ist. Da wird das im Prinzip über die Stadt Köln abgefangen. Da gibt es dann auch so ein Formular, was die Eltern dann bekommen. Weblogs ist ja so, wenn die Schüler kommentieren, dann kommentieren die unter Avatarnamen. Also das wird auch vorher bespreche ich das mit denen. Insofern ist es auch eher anonymisiert. Jetzt bei Google ist klar, wenn wir das live senden, dann müssen wir, also gut, die Schüler sind jetzt, na, wobei 18 sind sie noch nicht, aber wir müssen dann vorher mit den Eltern sprechen. Genau, das ist klar. Das muss man dann natürlich auch im Schirm haben, dass man die Schüler nicht einfach so senden kann. Genau. Jetzt Google an sich ist natürlich ein großes Thema. Also wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, wir nutzen jetzt alle eine Google-Mail-Adresse für was auch immer und die nutzt ihr auch zu Hause, dann wird es wahrscheinlich schon Widerstand geben, könnte ich mir vorstellen. Aber machen wir ja nicht, weil wir jetzt ja im Prinzip die Sachen auf den iPads nutzen, die in der Schule sind. Und wenn wir eben Sachen veröffentlichen, wo Schüler zu sehen sind oder man einen Namen hört, dann muss man das natürlich vorab klären. Noch Fragen? Möchte sich noch jemand zu Wort melden? Okay, danke. Ich glaube, soweit war es das Okay. mal. Das war auch der zweite Teil. Also da ging es jetzt um die Lernplattform Social Media. Und dann kämen wir nochmal zu den E-Books. Genau.
Ich habe auch mal auf die Uhr geguckt. Wir haben ja noch Zeit. Also das habe ich natürlich gerne da drin. Da ist ja der Aufschlag zumindest in Deutschland der digitalen Schulbücher, die meines Erachtens dann doch, ja, weil es eben an Geräten mangelt, erstens mal noch nicht so genutzt werden und zweitens sind das natürlich tatsächlich nur digitalisierte Schulbücher. Das heißt also, der Mehrwert ist jetzt besteht darin, dass man die Schulbücher dann halt auf einem Tablet hat und die nicht mitschleppen muss. Aber letztendlich interaktiv oder vor allem, um die Kollaboration zu fördern oder dass man es remixen kann, das ist natürlich dann nicht im Angebot. Und vor allem die ganze Lernmethode, die dahinter steht, ist natürlich auch noch im Prinzip 1.0. Jetzt kommen noch, ups, ein paar Beispiele, das war ein bisschen schnell. Was wir so benutzen an Apps, um Bücher zu erstellen. Das hier ist eine App, die nennt sich Creative Book Builder. Und die ist wirklich sehr schön auf dem Tablet. Damit kann man schon ganz gute E-Books erstellen, auch in Gruppen dann und die einzelnen Kapitel dann quasi wieder sammeln, zu einem großen Buch zusammenfassen. Und man kann, wie man hier sieht, auch Medien einbinden, Videos direkt im Buch filmen oder hat man die drin, Links einbinden. Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Und das hier sind jetzt nochmal die Books, die wir dann eben mit der Software iBooks Author machen. Das ist eine Software, die gibt es jetzt nur in der Apple-Plattform. Ist kostenlos dann, aber man kann halt dann Bücher nur wieder für die Plattform iOS erstellen. Dafür allerdings doch sehr von der Qualität sehr gute Sachen. Und hier sieht man mal die Software in Aktion. Da sieht man also unten links, wie die Bearbeitungsansicht aussieht auf dem Rechner. Und die Inhalte kann man ja dann im Prinzip auf dem Wiki oder auf dem iPad erstellen und dann auf dem Rechner sammeln und layouten. Und hier sieht man nochmal das andere Buch, was wir vorher schon hatten mit den Apps. Das hatte ich ja eben auch schon vorgestellt, Learning Apps. Einer meiner Favoriten und man sieht auch unten rechts, wenn man so eine App erstellt hat, gibt es verschiedene Links und dann sieht man auch, dass man ganz unten mit iBooks Author so eine App auch einbinden kann, dann wieder ein E-Book. Man kann also quasi diese Learning App als Widget, so nennt sich das, runterladen und dann einfach in so ein E-Book reinziehen und dann läuft die App in dem E-Book und man kann sie da drin spielen. Ja. Stichwort Flipped Classroom gehört auch dazu, natürlich zum Thema Schulbuch der Zukunft. Also will sagen, einfach frontal Vorträge aufzeichnen und dann eben als Vorbereitung, als Video bereitstellen. Ja, und das so nochmal als Gedanke zum Abschluss. Das habe ich übrigens auch von Jörg Lohrer, das hat der Remix. Mache du selbst das Bildungsmaterial, das du dir wünschst. Für dieses Internet finde ich auch nochmal einen schönen Gedanken und vielleicht der Teilgedanke noch mit reingenommen, dass man eben das auch irgendwo bereitstellt, dass andere was das davon haben und das Gleiche tun. Ja, das war eine Kurzabhandlung zum Thema Schulbuch in Anführungszeichen und dann vielleicht nochmal zusammengefasst, was aus den ersten drei Teilen so mitzunehmen ist, was sich, wenn sich Lernkulturen verändern, es kommt auch vernetzendes Lernen an in persönlichen Netzwerken mit anderen, Stichwort mobiles Lernen, was lebenslanges Lernen an jedem Ort ermöglicht. Dazu gehört eben aber auch die sogenannte Digital Literacy, also dass man eben auch sich auskennt in den Bereichen und das entsprechend konstruktiv und sicher nutzen kann. Und es geht um kompetenzorientiertes Lernen natürlich vor allem und weniger um Wissensvermittlung, also Stichwort Wandel der Lehrerrolle. Und ganz wichtig auch eben freie Bildungsmaterial, weil die eben auch diesen Gedanken der Zusammenarbeit des Teilens als Material schon beinhalten. Stichwort Open Educational Resources. Und ganz wichtig eben die 4K-Kompetenzen des 21. Jahrhunderts sind Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken. Ja, damit die Schule eben nicht ein leeres Blatt bleibt, sondern eben Wissen und Erfahrung und Kreativität verbindet und zusammenführt. Denn Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.
Und ich glaube, er hat auch gesagt, wie war es noch, sinngemäß, Genie ist, ne, ich krieg's nicht mehr zusammen, wenn das Gehirn Spaß hat. Genau. Kreativität ist, wenn das Gehirn Spaß hat, sowas. Ja, dann käme ich noch zu einem Ausblick, aber vielleicht will jemand an der Stelle noch mal kurz reingrätschen oder was fragen. Keine Fragen. Ja, dann geht's mal weiter an der Stelle. Das hier ist so ein 3D-Drucker und ja, das ist auf dem Umschlag des jährlich erscheinenden Horizon Reports. Kennt man vielleicht, das ist also quasi so eine Vorausschau, was sich in den nächsten Jahren im Bereich der Bildungstechnologie so tut. Und das hier ist relativ neu im Horizon Report, dass er sich auch konkret mal Europa vorgenommen hat und wie sich da eben das Lernen verändert im Hinblick auf Lerntechnologie. Finde ich ganz spannend, wenn man sich das mal anguckt. Also es gibt sogenannte Trends, sieht man oben, Fast Trends, 1 bis 2 Jahre. Also dass Social Media eben wichtiger wird, die Rolle der Lehrer sich verändert. 3 bis 5 Jahre, dass man eben diese Open Educational Resources mehr in den Blick nimmt. Kriegt man ja jetzt auch so mit. Es gibt so Konferenzen und das ist so ein bisschen in der Politik auch angekommen in Deutschland. Und dass man eben Hybrid Designs, also quasi Blended Learning Designs, eben auch mehr praktiziert. Und Long Range, 5 Jahre, da wird es dann schon richtig sportlich, dass das Online-Learn, das, was wir gerade machen, immer mehr nach vorne kommt und dass eben auch die Big Data-Geschichte, also Learning Analysis, dann eben in der Schule ankommt und Assessment. Im Technologiebalken sieht man, wie sich die Technologie entwickelt. Wir sind jetzt quasi so in dem ersten Rahmen. Cloud Computing, Tablet Computing kommt immer mehr. Dann geht es über in Games, Gamification, was ja auch schon ein Thema ist, wenn man mal nach USA guckt und dann eben wirklich personalized Learning, Entschuldigung, Virtual Remote Laboratories, also dass man wirklich dann an jedem Ort und überall und vielleicht in ganz neuen Räumen lernt. Die Herausforderungen sieht man auf der linken Seite. Also wirklich erstmal Lehrerfortbildung, das lässt sich ja noch relativ in den Griff kriegen und auch die Kompetenzen der Lernenden erhöhen, aber dann wird es schon schwieriger, eben authentische Lernszenarien schaffen, Blended Learning und dann eben wirklich schwierig, die Studenten als Co-Designer, die eben Lernprozesse selbst mitgestalten und Complex Thinking und Design Thinking und was da alles gibt. Ja, im Hinblick auf die Zeit, ich meine, Reinhard, du bist der Boss, ich kann auch überziehen. Aber wir können auch hier einen Cut machen oder ich kann das noch zu Ende fahren. Wie ist die Stimmung in der Runde? Wir haben noch Zeit bis 19:15 Uhr maximal, ja. Ah Also, ja. so habe ich es ausgeschrieben, das heißt, Ah ja, okay. Okay. von Alles mir aus klar. hast du noch Zeit, ja. Sehr schön. Dann Okay. Nee, kein Stress.
Auch ganz schön das Bild oben, zwei Kinder, die sich mit ihren Großeltern über Skype unterhalten und ihnen die neueste App auf ihrem Tablet vorspielen. Und rechts, das sind eben zwei Schüler aus meiner Klasse 5, vor einem Jahr nach Weihnachten mit ihren neuesten Weihnachtsgeschenken. Und ja, das kenne ich zumindest noch, so die Vorlesung, aber gibt es auch immer noch. Aber worauf ich hinaus will, sind eben Entwicklungen an der Hochschule unter dem Stichwort Massive Open Online Courses. Wir haben ja auch in Religion mal den Open Rally gemacht, so heißt ja auch der Link zu unserer Session heute. Und das kommt eben auch immer mehr und vielleicht kommt es ja auch irgendwann mal für die Schule, dass es solche Kurse gibt und man dann eben auch hier Lernkulturen verändert. Genau, dann wird sich auch bezüglich der Notengebung beziehungsweise der Benotung was ändern, denn in solchen MOOCs, da bekommt man normalerweise ja kein Zeugnis, sondern man bekommt eben dann auch Badges. Das hier ist auch nochmal ein Angebot, ganz spannend, vielleicht noch dazwischen geschoben, die Peer-to-Peer-University. Ich weiß nicht, ob die schon alle kennen, aber da gibt es also tatsächlich auch Kurse und das viel spannender ist, man kann auch selbst Kurse da einstellen für andere. Und ja, das war jetzt meines Wissens einer der ersten offenen Kurse in Deutschland zur Zukunft des Lernens. Und hier vielleicht noch eine kleine Werbeeinheit für den nächsten offenen Rallye-Kurs, der ist in 2016 auf vielfachen Wunsch. 296 Tage, 12 Stunden, ich habe den Screenshot gestern gemacht, also schon ein bisschen weniger. Und das, was ich auch eben schon genannt habe, eben, wie sieht es mit Noten aus? Stichwort Badges. Ich hatte gerade gestern Nacht auf Twitter nochmal eine Diskussion mit USA. Da gibt es tatsächlich so ein Badges-Chat und da habe ich auch nochmal ganz spannende Sachen in dem Bereich entdeckt und möchte das jetzt auch gerne mal nochmal ausprobieren, vielleicht für ein bestimmtes Projekt den Schülern Badges zu verleihen. Ja, und der Reinhard hat es vorhin freundlicherweise schon angesprochen. Auch eine Möglichkeit des Lernens, jetzt vor allem für Lehrer, ist der edchat.de, ein Twitter-Chat für Lehrer, der jeden Dienstag um 20 Uhr stattfindet, also auch heute in einer guten Stunde. Heute geht es um Humor im Klassenzimmer. Und vielleicht hat ja der eine die andere Lust, mal mitzumachen oder reinzulesen. Man braucht keinen Twitter-Account, um mitzulesen, aber es ist natürlich empfehlenswert. Da kann man auch mal was faven oder sogar antworten. Man kann aber unter dem Hashtag edchat.de auf Twitter einfach suchen und kann dann lesen, was die anderen schreiben. Das sind immer so 50 oder mehr Lehrer, die dann eine Stunde zu Fragen, die wir stellen. Also ich selbst bin einer der Gründer dieses Chats. Mein Kollege Thorsten Labig, auch Religionslehrer seines Zeichens aus Frankfurt, ist eben der Mitgründer und auch Co-Moderator. Und wir stellen so im 10-Minuten-Takt immer Fragen zu einem Thema, das die Community über die Woche gewählt hat. Und heute geht es um Humor um Klassenzimmer, im Klassenzimmer. Und ja, vielleicht einfach mal reinschauen. Gibt auch eine Wiki-Seite dazu, da kann man also die Chats nachlesen. Ja, Gamification ist auch eine wichtige Sache, haben wir eben auch im Horizon Report gesehen. Hier sind so ein paar Beispiele, was ich mit meinen Schülern gemacht habe zur Hour of Code. Die ist immer einmal im Jahr eine wöchentliche Veranstaltung und da geht es darum, dass jede Institution, Schule, auch Privatpersonen, die da eine Aktion machen, eine Stunde sich mit dem Coden beschäftigen. Und da gibt es also solche Apps im Internet oder auch für Tablets. Und da kann man also Spiele erstellen und so rudimentäres Coden und Kombinieren kennenlernen. Zur Gamification gehört natürlich auch wirkliche Gamification. Stichwort Minecraft haben wir vorhin schon gesehen. Von Minecraft gibt es tatsächlich auch eine Education-Seite, wo es auch Anleitungen für verschiedene Unterrichtsfächer gibt, was man mit diesen, ja, es ist ein Sandkastenspiel. Im Prinzip hat man eine platte Welt und da kann man Dinge drauf bauen. Und das Schöne ist, dass man das in Teams machen kann
Und dann eben zu verschiedenen Szenarien eine Welt erstellen kann man. Wenn man da ein bisschen mit den Schülern zusammen Fantasie spielen lässt, kann man das auch in jeglichem Unterrichtsszenario einbinden. Man könnte ja eine Story nachbauen lassen, die man im Deutschunterricht oder meinetwegen auch einen Text, den man in Rallye gelesen hat, und dann eben die wirklich konkret nachbauen lassen. Den Schülern macht das einen Riesenspaß und fördert eben die Gruppenzusammenarbeit und Abstimmung. Und am Schluss könnte man das als Fotostory ja mit Screenshots auch festhalten auf dem Weblog. Genau. Nochmal in groß. Und dann haben wir noch einen. Na, ich glaube, den lassen wir mal weg, den Film, weil ich glaube, die Filme sind immer von der Wiedergabe nicht so gut. Dann könnten wir vielleicht noch ein bisschen diskutieren zum Abschluss, vielleicht gewinnbringender. Das ist meine Abschlussfolie. Der Reinhard kennt ich schon. Hat mir eine Schülerin vor 4 Jahren auf dem iPad gemalt. Da haben wir im Religionsunterricht über Zeit gesprochen. Und da hat sie das Bild gemalt. Zeit soll man nicht totschlagen. Zeit ist Geld und sie läuft uns davon. Und das können wir natürlich wunderbar ummünzen auf unsere Rolle in der Schule im Hinblick auf digitale Medien oder wie man sagt, digitales Lernen, aber das soll man ja nicht sagen, weil man lernt ja nach wie vor als Mensch ganzheitlich. Aber es ist so ein Schlagwort, digitales Lernen, da weiß jeder, was gemeint ist, wie das gute Tempotaschentuch. Genau. Ja, das nochmal die Abschlussfolie. Da sieht man auch nochmal den Link zu meinem Wiki. Und dann würde ich jetzt erstmal eine Fragerunde einschalten und versuchen, meinen Bildschirm gleich nochmal freizugeben. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Vielen Dank fürs Okay, dann Zuhören. beende ich mal diese Freigabe hier. Prost. So. Jetzt könntest das du probieren. Ich probiere es mal, ja. Aber. Ah, siehst du? Jo. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Das Muss kenne ich ich mal so schon. nochmal. Während das mal lädt, ja, es war die Frage, das mit den Badges war, wurde noch nicht ganz verstanden. Ich habe da mal so ganz kurz und flapsig darauf geantwortet. Magst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Die Badges. Ja. Ja, es gibt verschiedene Plattformen im Internet. Also eine ganz große ist von Mozilla, von der auch Firefox ist. Die heißt Mozilla Open Badges. Und dann kann man selbst als Institution dann solche Badges vergeben. Und dann kann man eben zum Beispiel, wenn man jetzt eine Veranstaltung macht, also vor allem ist das für MOOCs gedacht, eben sagen, derjenige Teilnehmer, der regelmäßig teilgenommen hat, und dieses und jenes dazu beigetragen hat, der bekommt am Schluss eben so ein Badge verliehen und das kann er dann auf seinem Weblog oder wo auch immer kann das veröffentlichen oder in seinen sogenannten Backpack packen, der auch von Mozilla ist und dann kann man seine Badges sammeln und das ist tatsächlich anerkannt. In den USA wird das auch schon gelebt, so dass man das dann auch dann später bei einer Bewerbung sozusagen als Kompetenz so vorzeigen kann. Und ich selber habe mal mitgemacht bei einem Kurs, Open Online Kurs, da ging es um Wikipedia-Seiten erstellen und da gab es am Schluss auch so eine Badge. Allerdings war ich einer der Dropper, also ich habe es nicht ganz bis zum Ende geschafft in dem Kurs und habe dann die Badge leider nicht bekommen. Hapert auch ein bisschen an der Sprache, weil der Kurs auf Englisch war. Aber tatsächlich ist das eine Form der Akkreditierung einer Leistung und dann aber eben keine Schulnote sozusagen. Ja, deine Freigabe hat sich wieder aufgehängt, so wie es aussieht, oder? Ich bin noch am Arbeiten, ich muss hier noch Okay. Passwörter eingeben und alles Mögliche. Ich bin Gut, gut. noch Dann frage ich mal in die Runde, gibt es sonst Wortmeldungen, Fragen, Bemerkungen? Das war ja sehr ein dichtes Programm. Ja. Ja, ganz toll, was du da uns einen Einblick gegeben hast, ja. Ja, und ich glaube, ich kriege das auch gleich mit der Freigabe hin hier. Sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich probiere es mal nochmal. Ah ja, jetzt. Genau.
Da kannst du dann noch entscheiden, was du freigibst, ob Ja, ich sie habe tausend anwendbar ist oder Fenster, ich kann nicht. jetzt alles Ja, hier das sieht freigeben. gut aus. Ja, sehr Ja? gut. Sieht man was? Sieht man wunderbar, ja. 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 Also gibt es ganz verschiedene und das ist alles mit Learning-Apps erstellt. Kann auch Wortgitter machen. Das hier ist, glaube ich, auch ganz cool. Da kann man so ein Puzzle spielen und dann zum Schluss das ganze Bild hat man dann, wenn man alle Fragen richtig hat. Und die Vorlagen sind alle da bei dieser Learning-Apps-Plattform. Und man muss eben dann mit Inhalt füllen. Und das ist ja dann auch die Schwierigkeit, dass die Schüler quasi das Unterrichtsthema, was auch immer man hat, erstmal durchdringen müssen, bevor sie so eine App erstellen können, weil die App erstellen, so rein technisch, ist ganz simpel. Die wird also von dieser Plattform, das haben sie auch ganz schön gemacht hier, ne? Beide kann man auswählen. Welcher Begriff passt auf beide Religionen oder nur auf evangelisch oder nur katholisch? Mal ausprobieren, ob es funktioniert. Es klappt. Genau. Ja. Wie komme ich jetzt aus der Freigabe wieder raus? Jetzt. Eigentlich solltest du Freigabe beenden klicken können irgendwo. Ich habe jetzt ungefähr 3000 Fenster hier auf. Okay, Aber ich warte habe da mal. unten jetzt so ein kleines Adobe. Nee, ich kann nur, Ihr Meeting wurde im Adobe Connect erwähnt. Sie können dieses Fenster schließen. Soll ich das Aber mal ich kann es auch machen? für dich machen. Warte mal. So. Ah ja, jetzt bin ich wieder draußen. Super. Okay, ja. Kann ja noch, ja, wenn es eine Frage gibt, ruhig rein. Ansonsten kann ich Da gab gleich es noch die mal. Frage, wird das Material auf Rechtschreibfehler korrigiert? Ja, natürlich. Allerdings ist es ist so. Ja, ihr könnt die Fragen in den Chat schreiben oder euch direkt zu Wort melden.
Ah ja. Keine Fragen. Ich habe hier mal noch ein paar Fenster geöffnet. Da kann man die noch mal sehen. Das sind jetzt die Weblogs. Also das hier ist jetzt von der 7. Klasse. Da bin ich gerade dran am Arbeiten. Freiheit hat ihre Grenzen, ist quasi das Themenfeld. Und da habe ich eben einige Videos bereitgestellt. Die haben wir uns letzte Stunde angeguckt. Und die Schüler konnten dann kommentieren. Und hier ist nochmal die Ansicht von dem Schulwiki. Und hier ist auch wieder, seht ihr, die Abteilung unserer Schule. Und da sieht man auch die ganzen Kurse jetzt hier bei K. Das sind im Prinzip die ganzen Klassen, die ich habe in Rallye. Man sieht da immer mal ein Kürzel. Und dann sieht man auch Rallye, wenn wir jetzt mal hier reingehen. Sieht man, was ich jetzt nächste Stunde mache. Da sieht man auch eine App, die ich gerade nutze als Tafelbild, ein Screenshot. Und hier sieht man die einzelnen Stunden. Und hier ist jetzt quasi die Stunde am Donnerstag. Da haben die Schüler schon den Überblick und Aufgaben, eingebundenes Video. Die Schüler werden also am Donnerstag sozusagen einen kleinen Film produzieren zu dem Thema. Und da gibt es erst ein Plakat, was sie sich angucken. Und dann werden sie das in einem Film zusammenfassen. Und hier nochmal der Beitrag der Sechser zum Safer Internet Day, das hatte ich vorhin auch erwähnt. Ne? Wir haben ja den von der Oberstufe gesehen. Und das hier ist jetzt ein Beitrag der Klasse 6. Die haben auch einen Film produziert. Allerdings haben wir das dann so gemacht, dass man die Schüler, weil die noch so jung waren, hier jetzt nicht sieht, man hört sie nur sprechen und wir haben dann einfach eine Präsentation live gesendet und über Google Plus dann gesendet und aufgezeichnet. Kleiner Trick, große Wirkung. Hier ist nochmal der Klassenblock, der Fünfer, den hatten wir vorhin auch schon in der Prezi. Und das hier ist der Weblog für die iPads, ne? Das ist vielleicht auch noch ganz spannend. Die Links gibt es übrigens alle im Wiki, also da ist das alles aufgelistet, da kann man das auch alles nochmal finden. Und hier gibt es halt Unterrichtsbeispiele und Gedanken und Projekte, alles Mögliche. Also man sieht ja hier die Jahreszahlen, den Blog gibt es schon ein bisschen und da gibt es auch schon entsprechend viel zum Nachlesen. Und hierüber können die Kollegen dann die iPads ausleihen. Ja, also da braucht man eigentlich ein Passwort und dann kann man also hier einfach in den Doodle gehen und kann die iPads dann reservieren. Genau. Und dann versuche ich die Freigabe nochmal zu beenden. Vielleicht kriege ich es ja diesmal hin. Ah. Habe ich geschafft. Oder? Sieht gut aus. Ne? Ich bin Gratulation. jetzt schon der Adobe-Profi. Ja. Gibt es noch Fragen? Bemerkungen? Oder muss ich alles mal setzen? Ja, das war schon viel, ne? Ja, in den 4 Jahren ist viel zusammengekommen. Ja, sehr, sehr spannend, was man unter günstigen Voraussetzungen einfach alles machen kann. Ja. Toll, ja. Aber es geht auch ganz leicht. Zum Beispiel fahren meine ersten Klassen gerade sehr auf so Quizzes ab, wo sie mit ihren eigenen Smartphones einfach teilnehmen können. Ja. Zum Beispiel Kahoot! It, ja, oder so, ja. Ist recht simpel zu machen für uns Lehrer und den Schülern gefällt das einfach. Ja. Ich war selbst überrascht, wie sehr die 15-Jährigen auf sowas noch abfahren. Okay, ich sehe ein paar Leute geben ein. Vielleicht kriegen wir ein paar Chatfragen noch. Okay, Wiltrud, du kannst das Ganze dann hoffentlich nachsehen auf unserem YouTube-Kanal. Ich hoffe, die Aufnahme ist etwas geworden.
Zumindest die von Adobe Connect wird etwas geworden sein, nur ist hier die Qualität oft schlechter. Also ich hoffe, wir kriegen da was zusammen. Ich wollte noch fragen zu dieser Sache mit Schulwiki, in dem Fall von der Stadt Köln. Du hast ja gesagt, der Wikispace wurde für jede Schule zur Verfügung gestellt. Ist das von den Schulen ausgegangen oder von eurer Schule ausgegangen oder hat das die Stadt selber in der Form angeboten oder wie entsteht so etwas? Also wir hatten ja zuerst dieses Wiki bei der zum.de und die Stadt Köln, also Schulamt, konkret Amt für Schulentwicklung und Amt für Informationsverarbeitung, so heißen die beiden Abteilungen da, die sind wir mit denen in Kontakt gekommen und die haben uns dann auch eingeladen. Und wir haben uns unser Projekt vorgestellt und auch das Wiki vorgestellt. Und das fanden die sehr interessant. Die wollten sowieso, mittlerweile sind sie das, in dem Bereich mobiles Lernen, offene Infrastruktur und Lernplattform gehen. Und dann fanden die eben die Idee von dem Wiki gut. Und dann habe ich also an einigen Sitzungen mit denen zusammengesessen und die beraten. Und wir haben überlegt und haben das im Prinzip so, mit denen zusammen entwickeln, konnte ich das zusammen mit denen entwickeln und die haben dann quasi die Idee von diesen Zoom-Wikis übernommen und haben ein eigenes Wiki dann bereitgestellt. Und das ist das Schulwiki, genau. Und das finde ich auch eine tolle Sache. Es wird allerdings, muss man ehrlich sagen, leider von den Schulen nicht so viel genutzt, weil sie eben, ja, das ist genau dieser Knackpunkt, dieses offene Arbeiten, dann vielleicht auch unvollständige, fehlerhafte Texte zulassen, vernetzt arbeiten, das muss erstmal ankommen, glaube ich. Ne? Und was natürlich genutzt wird von Schulen, sind geschlossene Plattformen, Moodle und so weiter. Aber ich denke mal, das braucht halt einfach Zeit und dann wird das auch genutzt werden, weil die Zoom-Wikis werden ja auch von Schulen genutzt. Aber das Angebot hat sich so entwickelt im Prinzip so. Wir haben uns da gegenseitig so geholfen. Ja. Interessant, danke. Weitere Fragen? Okay, ich habe inzwischen noch mal den Link hineingepostet für dieses Tool, was ich für diese Klassen, Quizzes oder Umfragen verwende. Ja, Thema Rechtschreibung ist eh auch spannend, gerade beim Mittippen. Okay. Aber das ist außer Konkurrenz. Gut, gibt es noch Fragen? Keine Fragen. Birgit gibt noch ein, ja. Danke für den Input. Ja, sage ich im Namen von uns allen, ja, lieber André. Bitte. Gibt es Quizzes für den Religionsunterricht? Ja, also ich habe meine selbst gebaut. Ja. Es gibt zum Beispiel bei Learning Apps schon einiges und zum Thema Religion auch. Ja. Schau da einfach mal hinein. Auch dort kann man so Quizzes, Umfragen, Millionen-Shows, Zuordnungsübungen und so weiter ganz einfach bauen, ohne große Programmierkenntnisse. Das ist also ziemlich selbsterklärend. Ja, auf Kahoot selbst, da muss man sich selbst verschnitzen. Ja. Ein goldener Tipp oder Rat für Lehrer, die anfangen wollen. Wo sollten wir denn beginnen, lieber André? Was wäre denn so der erste Schritt? Also ich habe gerade eben mal so den Top-Tipps da unten reingeschrieben. Ne?
Learning Apps finde ich einfach gut, habe ich ja jetzt auch schon oft genug erwähnt. Das kann man einfach im Internet benutzen, dann mit eigenen Geräten oder im Computerraum oder wie auch immer. Und da so ein Quiz oder was auch immer erstellen lassen. Weblogs ist auch eine schöne Sache, dass man da Texte oder Sachen einstellt oder Videos und die Schüler kommentieren lässt. Ja, das geht jetzt übrigens über RP Virtuell auch schon, solche Weblogs anzulegen. Genau, ja. Für die dort oder dabei mit sind. Mit Google Umfragen, das nutze ich auch gerne, dass man, da gibt's ja, also gut, sind wir jetzt wieder bei Google, aber wenn man das jetzt, wenn man selbst einen Google-Account aufmacht und die Schüler dann anonymisiert dann mit einem Dummy-Account drauf arbeiten lässt, ist man dann ja raus und dann kann man solche Umfragen erstellen. Das macht den Schülern auch Spaß. Ja, das ist jetzt auch, kann man jetzt schlecht erklären, aber man kann sich das mal angucken. Da gibt's Formulare dann bei Google Docs. Und Google-Formulare heißt das, glaube ich. Und dann braucht man einfach nur die Fragen eingeben und dann wertet das aus. Dann kann man den Link teilen. Das ist auch ganz schön. Etherpad habe ich noch reingeschrieben. Wisst ihr alle, was das ist? Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und das ist ja auch recht niedrigschwellig. Ich habe mal ein Etherpad gemacht, actually sogar für jetzt gerade. Und das poste ich auch mal rein. So, bei Titanpad habe ich das gemacht. Das funktioniert auch auf den iPads, wenn man iPads hat. Ansonsten funktioniert das natürlich auf jedem anderen Browser und dann kann man ja einfach reinschreiben. Und gut, das ist jetzt das Pad für heute, aber auf der Seite titanpad.com oder es gibt auch noch andere, kann man ja solche Pads erstellen und dann gemeinschaftlich an Texten schreiben, ohne dass man einen Blog oder ein Wiki oder sonst was Kompliziertes braucht. Auch ganz schön. Twitter mit Papier kann ich auch nur raten. Ja, der Reinhard war wieder schneller. Ich habe genau. Schnell mal eines angelegt, ja. Ich habe nämlich nicht alle Mailadressen. Klar, die über die Hochschule angemeldet waren, denen kann ich das auch gerne per E-Mail zuschicken, ja. Aber sonst werde ich es einfach in diesen Link hinein schreiben, ja, einfach hineinkopieren. Und jeder, der diesen Link hat, kann einfach unseren Chatverlauf nachlesen. Da stehen dann alle Links auch drinnen. So einfach geht das. Ja, unter pad.rpi.net zum Beispiel, ja, aber es gibt eben eine ganze Menge solche Etherpads, ja, kann man sich einfach eines anlegen und da kann dann jeder reinschreiben. Ja. Das geht auch ganz spontan mal in einer Unterrichtsstunde. Mhm. Genau. Ja. Okay, eine Minute hätten wir noch. Wenn es eine ganz dringende, schnelle Frage gibt, der Erste gewinnt. Gut, dann interpretiere ich das mal so. Wir sind alle wohlgesättigt und genährt. Lieber André, ich möchte mich im Namen von uns allen bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Ich bedanke mich. Eine Freude. Im Namen der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wien-Krems auch an Interesse, für Ihr Interesse bei allen Teilnehmern. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns in der einen oder anderen Form wieder. Ich werde versuchen, solche Online-Seminare auch immer wieder anzubieten. Und freue mich natürlich aufs Interesse. Ja, ganz, ganz herzliche Grüße nach Deutschland und an die Kollegen, die näher sind. Ich beende zumindest hier mal die Aufnahme. Nächstes Mal.